Ich darf Sie mal wieder ganz herzlich zu meinen Augsburg-Geschichten begrüßen. Und zwar ist das heute Folge Nummer 30. Und zwar soll es um ein Bauwerk gehen, was in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiern kann. Die Aufregung war groß, als 1970 die Pläne für den Wittelsbacher Park publik wurden. Man trauerte dem 1965 abgerissenen Ludwigsbau. In der Folge 23 habe ich Ihnen den vorgestellt, noch nach. Und fremdelte noch etwas mit der damals noch im Bau befindlichen neuen Kongresshalle, die Architekt Max Speidel im damaligen Architekturstil des Brutalismus mit viel Sichtbeton als Nachfolge des Ludwigsbaus entworfen hatte. Und da kommt der Unternehmer Otto Schnitzenbaumer, der neben der Kongresshalle nun auch noch ein Hotelhochhaus errichten will. Ein Kongresshotel, schön und gut, aber ein Hochhaus, das die gesamte Stadtsilhouette verändern, ja, dominieren würde. Hände weg vom Wittelsbacher Park, steht hier. Noch dazu in einer Architektursprache, die vielleicht für die USA, namentlich Chicago, passend wäre, aber doch nicht für Augsburg. Hier haben wir einen Spiegelartikel des Jahres 1963 über die zwei Türme in der sogenannten Marina City, Marina Towers, die übrigens schon in diesem Artikel 1963 mit Maiskolben verglichen werden. Hier haben wir noch eine Werbung der Lufthansa, auf der auch die beiden Türme in Chicago zu sehen sind. Die waren nämlich Anfang der 1960er Jahre nach Plänen des 49-jährigen Architekten Bertrand Goldberg entstanden, und zwar mit jeweils 60 Etagen. Und wie gesagt, bereits da wurde von Maiskolben gesprochen. Und so ein Monstrum soll jetzt auch, wenn auch etwas niedriger, im Wittelsbacher Park entstehen. Hier nochmal diese Karte, die natürlich den Turm noch etwas plumper und massiger darstellt, als er dann letztlich wurde. Unter der Federführung des äußerst streitbaren Erich Maiberger wurde das Augsburger Bürgerkomitee rettet den Wittelsbacher Park gegründet, zumal man auch noch den Bau eines Parkhauses und einer Straße durch den Park befürchtete und womöglich auch noch den Bau von massiven Messehallen auf dem Areal, auf dem jährlich die AFA, die Augsburger Frühjahrsausstellung, stattfindet. Am Mittwoch, den 30. Juni 1971, strömen die Augsburger zu einer Bürgerversammlung ins Rathaus, die die bestbesuchte seit Kriegsende werden sollte, obwohl im Fernsehen Der Kommissar mit Erik Ode läuft, wie dieser Artikel der Neuen Presse anmerkt. Man fordert einen sofortigen Baustopp für den Schnitzenbaumer Turm, und über zwei Stunden argumentiert Erich Maiberger im Stadtrat leidenschaftlich gegen den Bau, der allerdings nicht mehr zu stoppen war. Als der Stadtrat Mitte Juli 1971, hier haben wir ein Zeitungsfoto, was natürlich nicht sehr gut ist, unter anderem auch die Baustelle des Hotelturms, hier haben wir es, besichtigt, waren gerade mal zwei Etagen über dem Sockelgeschoss im Rohbau zu sehen. Dabei sollte der Hotelturm Mitte Juli 1971 schon ein Jahr später, nämlich zur Eröffnung der Olympischen Spiele im Sommer 1972, fertiggestellt werden. Der Hotelgigant wächst und wächst.
Am 22. Oktober 1971 Halbzeit. Was heute unglaublich erscheint, klappte damals. Innerhalb eines Jahres wurde der Hotelturm fertig und eingeweiht. In den unteren Etagen war das Holiday Inn beheimatet. In den Etagen darüber befanden sich Apartments und in der 35. Etage ein spektakulärer Nachtclub mit einem grandiosen Ausblick über die Lichter der Stadt. Und ich erinnere mich noch gut an die Ausstattung dieser Bar. In rot und dunklen Blautönen gehaltener Teppichboden, klein gemustert, blaue Ledersessel und an der Decke runde, tropfsteinartige Kunststoffelemente mit kleinen Spots in der Mitte. Und der Barbereich war mit von der Decke abgehängten goldfarbenen Ketten abgetrennt. Diese Ausstattung wäre heute geradezu eine Design-Ikone, aber durch Umbauten und Veränderungen wurde es immer niedlicher gemacht, bis zum Schluss ein französisch niedliches Bistro in der 35. Etage draus geworden ist, was in diesem Bau absolut deplatziert war. Der schöne Ausblick lockte natürlich trotzdem ein paar Leute hinauf, aber letztlich nicht genug. Ich habe in meinem Archiv übrigens leider kein Foto von dieser ursprünglichen Ausstattung. Sollten Sie irgendwo eines haben, würde ich mich sehr darüber freuen. Mit den Baukosten von etwa 38 Millionen Mark hatte sich Otto Schnitzenbaumer letztlich übernommen. Und so stand der Turm schon 2 Jahre später, also 1974, zum Verkauf. Der später pleitegegangene Textilzar, so wurde er in der Presse genannt, Hans Glöckler, will den Turm erwerben, kann ihn aber nicht bezahlen. Der Kaufpreis von 35 Millionen D-Mark bei einer Zwangsversteigerung 1979, ist offensichtlich zu hoch. Die Zwangsversteigerung haut nicht hin. Und so erwirbt die Hessische Landesbank 1980 das Gebäude für 20 Millionen D-Mark. Also ein bisschen mehr als die Hälfte der Baukosten. Die Apartments wurden zu Eigentumswohnungen. Auch der Hotelbereich wechselt immer wieder den Besitzer. Der Bereich wohlgemerkt, das Holiday Inn bleibt vorläufig drin. 1990 wird es unter dem neuen Besitzer zum Turmhotel, muss 1993 allerdings Insolvenz anmelden. Der Hotelturm verkommt mehr und mehr und ganze 7 Jahre stehen die ehemaligen Hotelräume leer. Man könnte vielleicht ein Altenheim daraus machen oder eine Asylunterkunft. Doch mit einem neuen Eigentümer der 11 Hoteletagen tut sich Anfang des neuen Jahrtausends wieder was. Hier haben wir einen Artikel. Für 9,2 Millionen Euro wird der Hotelbereich grundlegend saniert und 2001 eröffnet hier das. Da haben wir den Prospekt noch. Das Dorint Hotel seine Pforten und bleibt hier auch nach einem weiteren Besitzerwechsel der Hoteletagen 2016. Dass das Hotel durch eine Reihe undurchsichtiger Spekulanten, hier haben wir eine Gesamtansicht, und mehrerer meist in herzlicher Zwietracht verfeindete Besitzer mittlerweile auch kein Parkhaus mehr hat. Hier ist das mittlerweile sehr marode und gesperrte Parkhaus. Das ist ein höchst ärgerliches Trauerspiel, dessen Ende leider noch nicht absehbar ist. Auch die 35. Etage hat nach dem Auszug von Klassikradio in das Gebäude des früheren Stadtarchivs am Stadtmarkt
seit dem Umzug von Klassikradio ist die 35. Etage auch verwaist. So wechselhaft die Geschichte des Maiskolbens, des Hotelturms auch ist, was der 2012 im Alter von 90 Jahren verstorbene Otto Schnitzenbaumer schaffen wollte, nämlich ein Wahrzeichen des modernen Augsburgs, das ist ihm definitiv geglückt. Und heute, 50 Jahre später, ist der anfangs so bekämpfte Hotelturm aus der Stadtsilhouette nicht mehr wegzudenken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie mich, damit Sie keine Folge versäumen bzw. benachrichtigt werden, wenn es eine neue gibt. Liken Sie mich, empfehlen Sie mich Freunden und Bekannten und haben Sie noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.